Kommen wir nun zum Volleyball. 17. Schweriner Plattballpokal. Entspannte Neben mir steht Herr Müller. Herr Müller, was machen Sie hier? Ja, wir sind mit unserem Verein der Organisator dieses Schweriner Mixvolleyballturniers. Das ist ein Traditionsturnier, das 17. mittlerweile, also auch eines der ältesten in der Region. Wir spielen hier auch nach internationalen Volleyballregeln, mit der Ausnahme, dass wir hier Männlein und Weiblein, sprich Damen und Herren, zusammen auf einem Feld stehen. Und ansonsten ganz normal wie in jeder Damen- oder Herrenliga. Ja? Ihr Verein heißt ja Plattball. Warum? Ja, aus einem Spaßnamen. Wir waren bis 2000 eine Freizeitgruppe beim Schweriner SC. Und aus der Freizeitmannschaft wurde dann offizieller Eintrag im Vereinsregister unter dem Namen VSC für Volleyballsportclub Plattball Schwerin. Damit wollen wir, sag ich mal, ein bisschen den Spaß auch darstellen. Ja, das Platte wie der Platte Volleyball, aber auch die Verbundenheit zu unserer Mecklenburg mit der plattdeutschen Sprache. Okay. Was halten Sie an den Händen? Ja, um dieses gute Stück geht es letztendlich. Und zwar die Philosophie unseres Turniers ist natürlich guten Mixvolleyball und wir haben ja wirklich Mannschaften aus der deutschen Spitze dabei. Aber letztendlich geht es um diesen Wanderpokal. Das ist ein aus Ton getöpferter Platte Volleyball. Ja. Und den bekommt nicht das Siegerteam, sondern die letztplatzierte Mannschaft als Anreiz, sag ich mal, das Ding in einem Jahr wieder loszuwerden, ein bisschen was zu tun, zu trainieren und ja, mit einem Augenzwinkern diesen Pokal mit nach Hause zu nehmen und im nächsten Jahr wieder abzugeben. Ist ja niedlich.